geh mal zu meinen Boys hier wieder raus. Was ist mit dir los? Oh mein Gott, was machen sie mit dir? Oh! Was habe ich gemacht? 12.38 Uhr? Was willst du von mir? Sehen. Ach so, okay, alles klar. Ah ja, jetzt guck mal, jetzt gehen wir auf die 10. Jetzt habe ich es verstanden. Und jetzt noch 6. Wie umständlich das ist. Mein Gott, Alter, was mache ich hier? Keine Ahnung. Wie machen wir das am besten? Was brauche ich? Ich brauche 46 brauche ich. Okay. Wie kriegen wir 46 zusammen? Okay, warte mal. Ich mache mal kurz die 8 zuerst. Ja. Dann die 9. Dann die 10. Dann die 1. Und die 2. So. Ich brauche nochmal 10. Vier und 6 brauche ich. Shit. Jetzt komme ich nicht mehr hin. Fuck. Zu viel. Das war dumm. Ich hätte nicht die 6 machen sollen. Mit 7 ist zu viel, 5 ist zu wenig. Und 3 ist auch zu wenig. Ich mach mal 7. Ja, ja. Sieben. Jetzt will ich die 3. Warte. Ah, fuck, egal. Jetzt will ich die 3 noch haben. Jetzt machen wir die 10. Die 10 habe ich gesagt. Jetzt sind wir bei 45. Dann brauche ich 20 noch. 10, 20. Ja, das würde gehen. Pass auf. Wir machen jetzt die 5. Jetzt brauche ich 20. Dann machen wir die 6. Die 8. Dann machen wir die 2. Und die 4. Dann haben wir es. Easy. Time marches on. Death turns to decay. Was ist das für eine Blume? Wo kommt die? Sieht so krass aus. Verstehe ich nicht. Da steht einer. Hallo, mein Freund. Habe ich da gerade ein Artefakt gehört oder sowas? Oh mein Gott!
Na Jungs, alles klar? Ahoi! Ha! Was war das? Ihr seid noch da? Wow, was war das? Habt ihr das gesehen? Ich sehe nichts. Okay. No man is an island, but one can become a vessel to carry within a flame of another. Wieder ein Steuerrad. Ach komm, ich habe Angst, es zu betätigen, egal was soll's. Hallo? Wieso sind da Köpfe, verdammt. Hui. Hui. Häuser. Wahnsinn. Meine Nase juckt. Ist das krass, Mann. Also Props an die Entwickler, Mann. Also das können sie. Habe ich da jetzt was übersehen noch oder so? Bäh. Aber das sieht mir hier irgendwie so leer aus, also... Hier ist so viel, aber doch nichts. Nö, alles klar. Was ist mit dir los? Ich freue mich jetzt schon drauf, am Ende vom Spiel mir irgend so ein Wiki oder so anzuschauen, zu wissen, was hier abgeht. It warms the heart. It feeds the soul. It makes the world so bright. So bright. The stolen flame burns strong. Burns quick. Oh mein Gott, soll ich zurück oder was? Warte mal, einmal schnell noch drehen. Alter, das ist sein Gesicht. Das ist doch der Junge, oder? Der uns so anschaut. Boah, Alter, wie gruselig. No food. Just paper. Don't lose hope, Quartermaster. Let's keep on looking. Die waren auf dem Schiff. Die waren als blinder Passagier auf dem Schiff. Und keine Ahnung, was dann passiert ist. Oh Jungs, ey, bitte. Die sind verhungert, oder? Keine Ahnung. Bleibt still, Jungs. Ist ein Helikopter, verdammt? Das Tor ist auf. Marschiert! Wie das aussieht. Die Musik. Wer ist das? Du kannst einfach überhaupt nicht dem Spiel trauen, Mann. Gott sei Dank gespeichert. Wow.
Können wir bitte aufhören mit diesem ganzen Schwarz-Weiß hier? Ich hab Angst. Natürlich. Was ist das denn da jetzt schon wieder? Wow. Was war das? Wow! Alles klar, warte mal, ich laufe mal. Oh Gott, es kommt. Lauf, Junge! Geschlossen. Ah, da. Aha. Safe. Boah. Schrei bitte nicht so. Das wäre lieb. Was war das, Mann? Lass mal noch hier schauen, was es hier gibt. Hello? Was haben wir hier? Ah, was ist das denn? Was? Es gibt eine Welt neben der unseren, verborgen hinter einem schwarzen Nebelschleier, wo uralte Wesen weilen, unsterblich, unvergänglich. Sie bewegen sich unter uns, ungesehen. Außer sie wollen es. Außer sie wählen dich. Einen sterblichen Menschen, der ihre grausame Farce spielt. Ein nach Laune verwendetes Spielzeug, das sie wegwerfen, sobald es langweilig wird. Höre ihnen nicht zu. Spiele nicht ihr Spiel. Der Preis ist viel zu hoch. Vorsicht, mit deinem großartigen Talent. Mit deinen großartigen Fähigkeiten. Vorsicht, nun. Da du ihre wahren Gesichter erblickt hast. Dich erwartet nichts als Wahnsinn und Tod. Manchmal werden Dinge zurückgelassen. Grauenvolle Dinge mit rätselhaften Zwecken. Fürchte sie ebenfalls, denn sie sind eine Manifestation ihrer boshaften Gegenwart. Ratten, verdammt. Was ist das? Ist das eine Titte? Keine Ahnung. Es hört sich auch ein bisschen so an, wie als ob wir hier bei Cthulhu wären, verdammt. Okay, das ist schon leicht gruselig, gell? Gut. Ich komme leider nicht rein, Leute. Oh mein Gott, mir stellen sich die Nackenhaare. Ja, ich bin hier. Hallo? Alter, wie gruselig das ist. Hörst du mal bitte auf damit. Oh Gott. Keine Ahnung, ob ich da noch was machen konnte, aber es hat nichts geklappt. Also, ich konnte nichts machen. Oh. Hey, du. Oh mein Gott. Leuchtende Ratte, Mann? Alles klar. Wow! Wow! Zauberei.
Schön. Hoi! Dir los. Alles okay? Oh, das Bild. Ist es aus dem ersten Teil? Nein, gell? Boah, es ist gruselig, das Bild. Alles klar? Hier ist sonst nichts mehr. Alles klar, komm. Ich mag zwar die Farbe wieder, aber ich finde es trotzdem noch sehr... Hey! Looks like the rats got to it before us. What was that? Shh. We're not alone here. Ich dreh durch, Mann. Was haben die Kinder hier erweckt? Oder gefunden? Mein Gott, haben die hier einen Stall in dem Schiff? Oh mein Gott, was war das? Bitte was? Na, wo kann ich entlang rennen? Da lang. Okay. Ah! Ratten! Oh, it stinks. Egal, komm, is. It looks like someone took a bite. Or something. Come, let's not wait for it to come back. Egal, Leute, scheiß drauf, ist es. Auf der anderen Seite. Was ist diesem Künstler nur widerfahren? Dass er das alles hier erleben muss. Was steht hier? Ich musste einige Käfige verstärken. Irgendetwas hat die Tiere ziemlich verängstigt. Vielleicht spüren sie, dass das Gewitter bevorsteht. Ich muss die Schotten dicht machen. Das wird ein gewaltiges Gewitter. Ja, komm. Das ist doch alles hier. Humbug ist das hier. Sag mal, verfolgst du mich? Der Künstler hat irgendwas genommen. Wahrscheinlich eine Schlaftablette oder sowas. Und das hat ihn total umgehauen. Ah, guck mal. Was haben wir da? Beal & Co. Dresseur. Dienstleistungen, Hundetraining und Zustellung 225 US-Dollar. Anmerkungen, Käfig und Inhalt an das Deck für Tiertransport geliefert. Minimale Fütterung, wie gefordert. Mit Vorsicht vorgehen. Okay, was hatten die hier? War das wirklich so ein größeres Tier? Also ein Hund oder einen fetten Hund oder sowas? Aber für einen Hund brauchst du doch keine super krass verstärkten Käfige. Boah, die Atmo ist so ekelhaft. Hier schon wieder. Alles klar? Was war das? Was habe ich da gemacht? Oh!
Hey, ich war das nicht. Hey, hey, hey. Leute, please. Ne, hier ist nichts. Geht's eigentlich noch? Hört auf, mich zu beobachten. So, bleib weg. Oh Mann. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Komm mal kurz zu dir, ja? Oh Mama, alles klar. What the fuck? Okay. Hallo? Wo ist es hin? Look, there's something there. Wie mache ich das? Achso, ich kann einfach laufen, alles klar. Ich dachte, das ist wieder sowas. Laufe im Schatten oder so. Ich sehe nichts, was soll das sein? Of the world, Mr. Hardy. Nothing is as it seems. Ist es leer? Ja, verdammt. Boom. Look, Mr. Hardy. Bin verwirrt. Oh mein Gott. Oh, okay. Was haben wir hier? Ein neuer Brief. Seite oben abgerissen. Mr. Hardy würde ohne seinen geschätzten Captain Baines nicht weit kommen. Der Captain ist die Hauptfigur der Geschichte. Einige nennen ihn wegen der Farbe seiner Segel den schwarzen Wanderer. Captain Baines ist stark und furchtlos und bekommt am Ende immer seinen Schatz. Mr. Hardy ist ein wenig neidisch auf den Captain, weil er gerne so stark wäre wie er. Ist es vielleicht sein Bruder und doch nicht seine Schwester? Habe ich es immer falsch gesagt? Wenn ja, tut es mir leid, weil es hört sich echt an wie ein Mädchen. Ha! Doch nicht. Aber ein bisschen Farbe könnten wir wieder vertragen, glaube ich. Bleib bitte aus, alles klar. Was ist das? Das Bild nervt mich langsam. Was ist das für ein Raum? Warum? Warum ist er hier? Was hat er für eine Bedeutung? Eine Socke. Irgendwas muss doch hier sein. Ins Feuer, komm. Hallo? Huh.
Okay, Mann. Alles klar, Mann. Abgeschlossen, Mann. Hammer, Alter. Yo! Wir sind in einem Sturm. Ist das ein Sarg, der brennt? Wasser von überall. Setze dich zusammen, Bild. Wen gehört dieser verfluchte Sarg, Mann? Ich geh hoch. Oh. Immer dieser tanzende Typ, Mann, das nervt. Das ist unheimlich. Alles klar, was wollen wir jetzt? Volle Kraft voraus, würde ich sagen, Mann. Vollgas! Ah, da geht's weiter. Alles klar. Leitender Sicherheitsbeauftragter an alle Betroffenen. Ich wurde darüber informiert, dass Teile der Crew ihren Unmut über die neue Rationierungspolitik geäußert haben. Ich möchte Sie daran erinnern, dass diese als direkte Folge des Fehlverhaltens an Bord dieses Schiffes eingeführt wurde. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, Diebstahl bleibt nicht unbestraft. Dankeschön, Captain. Okay. Noch weiter runter. Komm schon. Hallo. This one's empty too. We need to keep looking. Lily, I mean, Captain. Nee, Lily ist ja seine Schwester, also was wollt ihr? Hush now. Stay behind me. I won't let anything happen to you. Also Lily, er ist also seine Schwester. Was auch immer da passiert ist gerade. Er ist ganz nah. Ui, 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 ui.